Hier ist Hans. Wollt ihr wissen, worüber sich Thomas und ich heute unterhalten? Okay, passt auf. Erst geht es um mein neues Fahrrad. Ich verrate aber noch nicht, was das für eines ist und wofür ich es brauche. Dann habe ich noch einen Bekleidungstipp dazu. Und dann kommen wir überraschend zum Thema Wandern. Danach geht's businessmäßig weiter mit Disinvestitionen in Stahl und Investitionen in Stahl und Carbon. Und um die Lieferkette. Und um immer neue Fun Moves. Also, alles drin. Zuhören. Dumm, duddel, dumm, dumm, duddel, dumm, 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 duddel, dumm, 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 duddel, dumm, 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 okay. Dumm, dumm. Du kommst jetzt, Hans. Achso, willkommen bei Fahrradio, dem Podcast, in dem zwei Dudes über Fahrräder sprechen. Heute die A Cappella-Version mit dir, Hans. Und dumm, dudlum, dumm, dumm, dudlum, Thomas. Hey. Dumm, 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 willst du uns noch das aktuelle Datum sagen und die Uhrzeit? Oh, da muss ich mal gucken. Heute ist Sonntag, der 11. April. Aktuelle Uhrzeit hier, 8.59 Uhr. Meine Leiste oben am Mac ist so blass. Ja, das ist neu. Ach, aber ich habe es auch gesehen. 8.59 Uhr. Vielleicht haben wir jetzt sogar schon immer noch 8.59 Uhr. Und immer noch Sonntag, immer noch. Der 11. April. Hinter mir, ja. Zu eurer Information, vielleicht für die Drinis, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, kurz ein Podcast, den du gerne hörst oder schon mal gehört hast. Bin gerade am Brotbacken. Das werde ich nach dem Podcast in den Ofen schieben, weil das macht so einen Krawall. Und der Teig, der ruht jetzt gerade noch hinter mir auf der Arbeitsfläche. Aha. Ist das ein Sauerteig? Nee, kein Sauerteig. Das ist das Brot im Topf. Ganz easy zu machen von der Frau Hunger. Ich habe dir, glaube ich, irgendwann mal das Video geschickt, weil das ist eine Bayerin und das ist vom Bayerischen Rundfunk BR2 und Kochen mit Hunger. Und das ist so süß, wie sie da das Brot backt und dann mein Monitor zickt. Wie sie das Brot backt und dann, wenn es fertig ist, rausnimmt und eine Butter drauf schmiert und sagt, was brauchst mehr? Ist da nicht auch irgendein Dude noch dabei? Nein, das macht die ganz allein. Und ich habe jetzt neulich mal geguckt, sie kocht auch weiter, bloß ist sie jetzt, glaube ich, zu Hause in ihrer Küche. Wegen Corona. Wegen Corona, also Brot backen. Ne? Gibt es Leute, die sagen, ich habe schon vor Corona Brot gebacken? Das ist ja einer der Top-Trends, oder? Aber wir haben schon vor Corona einen Podcast gemacht. Oh ja, stimmt. Wir kennen Podcasts noch, als sie in kleinen Clubs gespielt haben. Genau. Ja. Oh, weißt du noch. Ja, aber anderes Thema mit den kleinen Clubs. Wir haben heute einen Frühlingsstrauß, den wir spontan pflücken werden. Wir sind nicht ganz strukturiert, aber es gibt ja immer was zu erzählen aus der bunten, weiten Fahrradwelt. Ne? Und du bist überrascht. Ja, wir können ja auch. Du bist überrascht worden, glaube ich, auch mit einem Paket, kann das sein? Na, überrascht nicht wirklich. Es war schon ein bisschen geplant, aber ich habe dir doch ein Bild geschickt. Ich habe ein neues Fahrrad. Habe ich dir das Bild geschickt? Hast du mir geschickt? Ja, es ist sehr schön mit einem roten Steuersatz und roten Griffen. Ja, also ich habe ein neues Fahrrad für die Stadt, ein BMX-Rad. Und jetzt fragen sich wahrscheinlich Hörerinnen und Hörer, warum man sich in fortgeschrittenem Alter mit einem BMX-Rad noch
auf die, schau mal hier, im Sonnenuntergang habe ich noch ein Bild. Wahnsinn, Wahnsinn. Es gibt auf meiner Facebook-Gruppe, wo ich mich rumtreibe, für alt gewordene BMXer, Olds Cool. Hm? Ist das ein schönes Wortspiel? Wie nochmal? Olds Cool getrennt in Olds Cool. Ah, oha, das ist ja fast okay. Wie, wie heißt das? Influencer. Ah, Old Cool. Okay. Ja. Sag's nicht weiter. Ja, aber die Anregung, die ich hatte, ich glaube, wir haben, Thomas, bevor wir unsere HörerInnen langweilen, haben wir da schon drüber gesprochen? Ich bin nicht sicher. Du meinst über diesen YouTuber, der Fahrtechnik-Tipps gibt und Sachen ausprobiert. Meinst du den? Ja, genau. Der heißt Alex Bugaski. Ich habe einen Link in den Shownotes und der hat Tipps für Radfahrer, also Mountainbiker hauptsächlich über 40. Und ja, da gehören ja jetzt wir dazu. Ja, jetzt kürzlich hat er auch jemanden zu Gast gehabt, der war unter 40, aber der durfte trotzdem mitmachen. Und hat er dann immer gekichert? Klar, weil der ist ja ganz klein und hat pubertäre Witze gemacht und so Achselfürze und so Zeug. Und man wird ja erst, du bist doch, kurze Abschweifung, du bist ja quasi ein Schwaben-Imi, ne? Also du wohnst ja im Schwabenland. Gibt's da auch die 40er in Stuttgart? Wenn sie gescheit werden. Das Schwabenalter? Ja, gibt's. Ah ja, weil anscheinend macht's bei allen Schwaben und Schwäbinnen macht's mit 40 einen Knall und dann werden sie plötzlich gescheit. Ja, so ist das hier auch. Ist das im Rheinland nicht so? Sag, ist das im Rheinland nicht so? Nee. Mhm. Ich glaube, die bleiben forever young. Ja. Nur mal kurz auf dein Fahrrad einzugehen, was auch den progressiven Sport BMX angeht. Hans? Ja, ich wollte das kurz zu Ende führen. Okay. Also weshalb ich das haben wollte. Also ich bin ja, ich habe ja jetzt vor 5 Jahren nach längerer Pause wieder angefangen. 5 Jahre ist es schon her, habe ich mir ein Mountainbike gekauft und dann wollte ich, also Wheelies kann ich ja fahren, so mit Bremse, aber es gibt halt den Manual, den ich immer noch, den ich schon so beherrsche. Das heißt quasi auf dem Hinterrad rollen. Ohne Bremse. Das ist eine Technik, die braucht man auch im Sport, um zum Beispiel schnell über Bodenwellen drüber zu kommen und um cool auszusehen. Ja. Es macht halt auch Spaß. Es fühlt sich ja geil an. Und es macht Spaß und es ist eine Herausforderung. Und ich habe das dann immer geübt mit meinem Mountainbike und das letzte Mal und dann ist es immer so anstrengend, weil bis man dieses Rad, also du rollst quasi rum und ziehst am Lenker und es gibt so eine bestimmte Technik, also musst dann dein Hintern hinter den Sattel bringen und dann das Rad hochkriegen und dann, wenn es in der Luft ist, musst quasi ausbalancieren, wie auf einem Einrad quasi, ne? So ungefähr, nur ohne Pedale. Also würdest du einfach auf einem Rad rumrollen und du musst dein Gleichgewicht halten da drauf. Es ist leider anders als Einradfahren, weil Einradfahren finde ich persönlich ja sehr leicht. Vielleicht auch, weil ich schon so ewig kann. Ne? Aber womit kann man es denn vielleicht vergleichen? Vielleicht ein bisschen mit Slacklining oder so? Ist schon was anderes, aber so von der Art her vielleicht. Ne? Also egal. Du musst einfach...
du musst halt über diesem Rad musst du so drüber bleiben und schauen, dass du dein Vorderrad in der Luft hältst und hinten nicht runterfällst. Ja, du darfst die Bremse nicht verwenden. Und ich habe das dann öfter verwendet und es ist echt anstrengend mit meinem Rad, weil das also eine Trail-Geometrie hat und na, es kostet schon ein bisschen Kraft, das hochzuziehen. Und dann haben wir ja auch schon über so Manual Machines gesprochen, was Leute bauen, wo sie quasi das Hinterrad einbauen, in so eine Art Palette festklemmen und im Garten üben, das Ding hochzuziehen. Wollte ich glatt mal bauen, aber dann dachte ich mir, okay, dann steht es entweder im, wo stelle ich das hin? Im Keller, das ist blöd, im Garten stürzt vielleicht die Nachbarn. Und eigentlich will ich auf so einem Ding rumstehen. das würde ich vielleicht einmal ausprobieren, aber dann hätte ich möglicherweise keine Lust oder wäre es mir peinlich. Und dann habe ich den Alex gesehen und der hat gesagt, nimm ein BMX-Rad. Und ich glaube, ich habe es mal ausprobiert. Ich war unterwegs und habe... Ja, ich meine, die Leute wissen ja auch. Hab mir von dem BMXer das Rad ausgeliehen und habe festgestellt, dass das super einfach geht. Also, dass man da quasi nur mit dem kleinen Finger ziehen muss und schon ist das Vorderrad in der Luft. Und dann dachte ich, das kann doch nicht sein. Und dann hat der gesagt, nimm das und ganz wichtig, Bremse nicht. Verwende nicht die Bremse beim Üben, sondern steig nach hinten ab. Genau, und das... Wenn du zu schnell bist, dann lass das Rad einfach fliegen, egal wo es landet. Genau, und das sind nämlich zwei Probleme, die ich dann mit dem Mountainbike hatte. Mountainbike relativ groß und relativ schwer und mit einer teuren Schaltung ausgestattet. Ja, lass es mal fliegen, ne? Fliegt's auf die Schaltung. Gut, die geht nicht sofort kaputt, aber es ist ein bisschen, man tut sich ein bisschen schwerer, das fliegen zu lassen. Ja, du hast ja, und du hast außerdem ja die Bremshebel das Absteigen, Absteigen ist auch von höher. Also ich habe das dann gemacht und ich habe festgestellt, dass das wirklich hilft. Wirklich, man muss sich zusammenreißen, einfach die Hände komplett um den Lenker rum und nicht bremsen. Und wenn du nach hinten fällst, spring ab. Geht. So. Und dann habe ich dieses Video von dem Alex gesehen und er hat gesagt, nimm ein BMX-Rad, damit ist es leichter und Bremsen sind eh keine dran. Beziehungsweise an seinem war, glaube ich, eine dran, aber er hat gesagt, nicht bremsen. Und dann dachte ich, Mensch, das ist ja eine Idee, warum mache ich das nicht? Ja, und dann ich kenne doch jemanden, der mal BMX-Räder gebaut hat und dann... Und der auch BMX fährt. Und dann habe ich den gefragt, ob er eigentlich Manuals mit seinem BMX-Rad auch übt. Und der, den ich da gefragt habe, war mein Bruder, der Thomas. Und was hast du darauf geantwortet? Dass ich sie damit übe, aber immer noch nicht kann. Ja, aber du hast doch gesagt, dass du das nicht, dass du das irgendwie doof fandst oder so. Also irgendwie hast du meine Argumentation. Du fandest, dass es so leicht geht, fandest du so nö, schwer. Ich habe dich voll und ganz in deinem Vorhaben unterstützt. Mhm. Ich weiß nicht. Aber vorher auch nie gesagt, dass ich das doch mal ausprobieren soll, dass ich mir da viel leichter tun würde. Ja, du weißt doch, wie das ist mit den Zwillingen. Da können wir eine andere Sendung machen und dem Ego. Da wird nicht alles verraten. Ach so, echt? Dann können wir mal eine eigene Sendung drüber machen. Ja, auf jeden Fall mindestens vielleicht einen Parallel-Podcast Zwillinge. Und... Aber ich kann... Da gibt's, glaube ich, schon welche, ja. Kann sein. Aber also, ich bin mir nicht sicher, ob ich da über alles sprechen will. Ja, keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Ja, kommt aufs Geld an. Also, pass auf jeden Fall, ja, ich kann's immer noch nicht und ich... Also, manchmal klappt's ein bisschen besser, dann bin ich ganz glücklich und
habe ein kleines Hochgefühl, wenn ich ein bisschen weiter rolle. Und dann klappt es mal wieder gar nicht. Und dann bin ich frustriert. Und bin schon am Überlegen, ob ich einfach auf Wheelie-Bikes umsteigen soll, weil Swerven und alles, das kriege ich hin. Und das ist halt auch, was Wheelies halt so easy sind und Manuals so scheiße schwer. Und dann sieht man Leute, die, habe ich ja, glaube ich, erzählt, dass ich im Skatepark war neulich und dann kam ein Typ an und der ist den ganzen Skatepark komplett auf dem Hinterrad abgerollert. Ich habe gedacht, ich spinne. Ja, aber das sind doch Ziele, die du dir setzen kannst. Ich meine, es ist Corona. Ja. Was willst du denn da machen? Statt in den Urlaub zu fahren, sagst einfach, okay, nächste Woche 10 Meter Manual und danach hier die ganze Kurve. Also schon gut. Ich tue mir leicht, weil weißt du, wie das ist, wenn man was neu anfängt, ne? Bis das erste Mal draußen, boah, voll Enthusiasmus. Und dann und warte so, mal, ne? wenn du dann in der BMX-Community dein Schlüsselbein postest, so wie alle anderen, versuche nicht auf dem Schlüsselbein zu landen. Und dann kommen andere Bilder. Finger sollten nicht in diese Richtung gedehnt werden. Und das ist jetzt diese Old School Community, nee, von der also du sprichst, oder? Also die heißt eigentlich Ride On, aber und Old School heißt irgendwie so ein Unterdings oder so ein Typ. Aber da posten sie dann wie ihre Beine aussehen und wie das Schlüsselbein wieder repariert wird, mit welchen Titaneinsätzen und so und wie lange es dauert, weil sie ja doch älter sind. Aber die können es trotzdem nicht lassen. Egal. Nee, das ist in Ordnung und das BMX-Rad, ja, du hast ja festgestellt, es ist so einfach zusammenzustecken, ist ja nichts dran. Ja, das ist quasi das Skateboard unter den Fahrrädern. Also möglicherweise, ich habe sie nicht gezählt, aber vielleicht sind da sogar weniger Teile drin als an einem Skateboard. Also das sind zwei, wenn man die Räder als Ganzes nimmt. Ja, klar. Und du hast ja auch keine Packs an deinem, du hast ja Packless quasi. Keine Packs. Also ich habe einfach nur, das ist ein Rahmen, da ist vorne in der Gabel ist ein Rad drin, hinten ist ein Rad drin, dann ist eine Kette und ein Lenker, so mal grob. Das war's. Ein Sattel. Ja, und ein Sattel, ja. Aber der war schon montiert. Also das Rad kam ziemlich gut vormontiert. kann ich immer, war also. Also da habe ich schon Schlimmeres erlebt von anderen Versendern, ne? Kleines Problem war, irgendwann habe ich mir gedacht, müsste doch mal ankommen. Es wurde angekündigt für, ich sag mal, Donnerstag. Und dann gucke ich so auf die Lieferverfolgung. Ah ja, ist irgendwo in der Nähe unterwegs. Ich nenne mal den Versender, es war DPD. Und dann irgendwann habe ich gedacht, na, jetzt müsste aber langsam mal da mal kommen. Habe ich nachgeguckt. Ja, wurde abgeliefert bei Hans Dorsch. Kennst du das? Ja. Möchtest na ja, gut, egal, dann mach weiter. Ja, dann habe ich kurz in der Hausgruppe nachgefragt. Wir haben wir haben für die Bewohner des Hauses haben wir eine WhatsApp-Gruppe. Dann habe ich da nachgefragt, ob jemand für mich ein Paket angenommen hat. Nö, nichts angekommen und so. Dann bin ich runtergelaufen, dann stand das Fahrrad neben der Tür, also hinter der Eingangstür. Also das Tückische war, dass es durchaus Begehrlichkeiten hätte wecken können, weil es war in dem Karton von WUM. Und wie jeder weiß, die WUM-Kinderräder haben massive Lieferschwierigkeiten. Also wenn da eins steht, vielleicht nehme ich einfach erstmal das. Ja, können Eltern also es scheint so schlecht sein? Wer weiß es nicht. Ja, es stand, also da ich bin da recht schnell runter und es war so, dass bei uns im Haus gerade jemand Sachen rumgeräumt hat und deshalb die Tür offen stand. Und da hat sich dann wahrscheinlich der DPD-Dude gedacht, ach komm, da stelle ich den Karton einfach hinter die Tür und sag abgeliefert beim Hans, ne? Okay. Gut. Ja, jedenfalls, also ich muss da, also ich konnte tatsächlich, ich bin einen Tag gefahren, war begeistert, war ungefähr 1,5 Stunden unterwegs, weil dann gab es Abendessen.
Weißt du, zum Abendessen muss man zu Hause sein. Und das dann, war schon früher so. Ja, also ist ja auch dunkel geworden, siehst du ja auf dem Bild. Also dann, und am nächsten Tag habe ich aber schon meine Muskeln ein bisschen gespürt. Aber das war wirklich ein schönes Rollen. Ich muss mich ja auch dran gewöhnen, ohne Bremsen zu fahren. Ich hatte, was hast du für Schuhe an? Ich hatte dann so... Ha? Was hast du denn für Schuhe an? Ja, ich hatte Vans an, so gedämpfte, mit so einer Schaumsohle. Boah, die geht halt kaputt, ne? Ja, warte. Ist so ein Gummiüberzug noch drüber. Mhm. Da dachte ich, okay, der hält es aus, aber tut er nicht. Also rubbelt sich ab. Also ich muss mir beim nächsten Mal robustere Schuhe anziehen. Und naja, ich merke schon, dass mir auch Kraft beim Handling fehlt. Also ich muss jetzt wieder Krafttraining weitermachen, aber ich habe das ja wegen Corona unterbrechen müssen. Aber mir gefällt das. Und das Tolle ist, du kannst ultra langsam rollen. Also du, gerade mal, dass du dich fortbewegst und schon geht das. Ne? Also ja, musst nicht besonders schnell sein. Und so. Weißt, wenn man schneller ist, schon leichter geht. Also es ist angenehmer, wenn ja, man ein bisschen schneller ist. Ja, es geht ist, leichter, man, klar, aber dann bist du halt auch schneller. Ja, ne? Ja, das ist gefährlicher. Dann segelt das Rad weiter. Wenn man's ja. Also, ich... ihr könnt ja mal in den Kommentaren oder über WhatsApp oder sonst wo, Instagram kriegen wir öfter mal Rückmeldungen auch. Ihr könnt ja mal sagen, ob ihr ähnliche Erfahrungen habt. Vielleicht ist jemand dabei auch, der oder die im höheren Alter BMX fährt. Ja, also keine, was ganz gut dazu passt, keine Scham, ne? Kein Dings von wegen in der Ride-On-Gruppe hat auch einer gepostet, sein Nachbar kam zu ihm von wegen hier, was ist mit dir los? Midlife-Crisis oder was? Und nö, nie aufgehört und, oder so. Und dann haben wir neulich, wir sprechen in einem anderen Umfang, in einem anderen Bericht, den du gerade aufbereitest, da geht es um verschiedene Themen, so kann ich das schon sagen, was wir vorhaben über Geometrien? Na, jetzt hast du ja schon angefangen. Ja, genau. Klar. Also, über Geometrien sprechen wir und da haben wir auch nämlich diese Sache mit den Habos, mit der neuen Zielgruppe, die Had the Bike Ones. Habo spricht man so aus? Weiß nicht. Also das ist eine... Vielleicht auch Habo. Habo. Also ich meine, es kommt... Babo. Had the Bike Ones. Ich weiß nicht, ob es von den... Ich meine, es gibt ja die Hobos in USA schon immer und da vielleicht orientiert sich's an denen, aber die Habos, Had a Bike Ones, das sind Leute, die halt irgendwie vor 30 Jahren ein Fahrrad hatten. Und so geht's ja auch viel. Boah, ich hatte als Kind ein BMX-Rad oder sowas. Hey, kauft euch eins, die Dinger sind nicht teuer. Und wenn ihr keinen Spaß dran habt oder euch sehr wehtut, dann lasst's. Aber es macht nichts und man macht sich auch nicht lächerlich. Und wenn man dann irgendwo auf eine Fläche kommt, wo andere fahren, auch die 12-Jährigen, die 10-Jährigen, die finden das okay. Manche Sachen kann man besser, manchmal nicht. Sag mal, wie lange fährst du schon? Und so. Und ja, also ist okay. Macht's. Ja, das wollte ich auch dazu sagen. Ich war ja mit meinem Mountainbike, war ich schon hier in Köln. Und da gibt es an der Südbrücke so ein Skatepark. Ja, ja. So einen modernen Skatepark, der nur aus so eckigen Sachen besteht. Und da bin ich hin mit meinem Mountainbike und rumgerollt und da habe ich eben so einfach einen BMXer angesprochen. Man muss, die sind offen. Also für den war das völlig okay. Der hat gesagt, ja klar, fahr mal, aber pass auf und so, weil ich habe so einen komischen Free Coaster oder so drin. Und ja, also das ist in Ordnung, also weil du kannst ja mit allen reden, ne? Ja, ja. Und das fand ich okay. Also deshalb, also da muss man wirklich keine Scham haben. Und eben ja, es ist halt so ein kleines Rädchen. Ich habe ja auch mit so einem Wheelie-Bike geliebäugelt, aber ich wollte eben dieses Balancieren. Da hatte ich ja, wer möchte, kann sich mal anhören. Ich hatte
2012 oder wann du hattest ja auch, wir hatten ja Single Speed und Fixed Gear auch, ne? Und auch da ist es so, das ist immer noch so, das ist diese Einfachheit, die da ist, die mir da gefällt. Also quasi dieses... Ja, das ist schon schön, du schmeißt das Ding weg. Damals hatte Twitter noch 140 Zeichen, also dass du irgendwie mit den Beschränkungen, die du hast, quasi was machst. Ich wurde zum Beispiel gefragt, warum fährst du auf einem Rad ohne Bremsen? Und dann habe ich gesagt, ja, weil das auch eine Herausforderung ist, damit umzugehen. Ja, ja, da hatten wir es ja schon mal drüber, dass das einfach als das anfing, und es dürfte mittlerweile, ja, vielleicht 10, 15 Jahre her sein, dass die Leute ihre Bremsen abgebaut haben, dass das einfach einen anderen Flow ergibt. Das ist dann dem Skateboardfahren näher, was du vorhin erwähnt hast. Und das Rad kann nicht viel, es technisch tut sich nicht viel. Die Kurbeln, die in deinem Rad sind, die sind circa 30 Jahre alt, die sind immer noch Stand der Technik. Nur, dass, ja, mein Gott. Nur, dass das der Prägestempel damals neu war und jetzt eben man auf den neuen Kurbeln dieser Marke die Schrift nicht mehr lesen kann, weil der Prägestempel schon abgelutscht ist. Und wie auch immer, also da tut sich technisch wenig, aber der Sport entwickelt sich trotzdem. Ähnlich wie beim Snowboardfahren, da ist ja auch keine Innovation am Material oder kaum. Schließen wir mal dieses BMX-Thema ab, ja. Das schließen wir, weil es gibt noch viel mehr Themen. Aber wie mit so vielen Sachen einfach, um das Ganze abzuschließen und schön abzurunden, Sachen, die ihr machen wollt, die nach denen ihr Sehnsucht habt, die ihr vielleicht früher mal gekonnt habt, jetzt irgendwie Muffe habt, einfach mal wieder probieren, ist egal. Ja. Die Zeit ist da. Vielleicht kann ich da gleich ein Pick vorwegnehmen. Oh, gerne, ja. Weil was in dem Fall auch, also wenn ihr zum Beispiel BMX fahrt oder irgendwas, was ihr nicht könnt, dann tragt... Was ihr nicht könnt. Ja, tragt Schutzkleidung. Oh ja. Ja, also ein Helm zum Beispiel und beim... Das vielleicht. Auch wenn alle anderen es nicht machen. Ich wollte es gerade sagen. Also, solange es ein einigermaßen okayer Helm ist, irgendwie so ein Skateboard-Helm, das geht schon. Und natürlich darfst du nicht einen Rennrad-Helm nehmen. Das ist also, no way. Okay, also, so eine Plastikkappe halt, ne? So ein Pro-Tech. Ja, billig. Ja, einfach so eine. Genau, und den kann man auch mal hinschmeißen. Der hält ja auch mal einen Sturz aus. Multi-Impact. Genau. Also ein Helm und vielleicht Knieschützer. Und Schienbeinschützer. Knie und, ja, richtig, Schienbeinschützer. Ja. Ich habe so kombinierte, die sind von, vergessen, wie die heißen. Irgendwie, das sind so die sich verhärten, ne? Mit so einem Memory, mit so einem Schaum, der... Tempur oder ja, wie das ja, sowas halt. Also quasi so ein Schaum, der sich verhärtet beim Aufschlag. Und die sind Mountainbike-Schützer, Marke habe ich jetzt vergessen, irgendwas mit einer 7 drauf. Und da kann man so rein, wie so Strümpfe sind die, da kann man so reinschlupfen. Die gehen über die Knie und über das Schienbein. Ich glaube, ich kenne die Marke. Heißen die nicht 606 oder? Nee, wie gesagt, eine 7. Aber ich guck mal nach. Anyway. Warte mal. Bleib mal kurz dran. So, 7 IDP oder so heißen die. Okay. Ach so, 7 heißt die Marke. Nee, 7 IDP. Und das sind so, die heißen Transition Plus Knee. Also die gehen über die Knie und ein Stück noch über die Schienbeine und die sind angenehm. Passen die unter die Hose? Ja. Die passen unter die Hose.
Und dazu habe ich mir eine neue Hose gekauft und von der bin ich total begeistert. Die ist von Specialized. Die heißt Demo Pro. Ich habe nämlich, das ist eine Short oder eine lange? Eine lange. Das ist eine Mountainbike-Hose, okay. Eine lange. Und ich habe einen Test in der MTB News gelesen. Soll ich dir den mal kurz zeigen? Ja, ja. Weil meine Jeans ist neulich zerfetzt. Weil Jeans halt echt nichts aushalten. Ja. Das ist ein bisschen das Elend an den BMX-Rädern, dass man halt auf Beton fällt. Ja. Meistens. Oder auf Asphalt. Und das tut so weh. Das ist das Schöne am Mountainbike. Da ist man im Dreck und es tut meistens nicht so weh. Aber egal. Also. Ja, aber da, ich zeig dir, also das hier war der Test in der Mountainbike News. Ah, die sieht gut aus. Ja, und die ist auch von der Style-Polizei verabschiedet worden als geht durch, ne? Weil die ist schmal geschnitten. Und also wenn du nicht so drauf achtest, die ist schwarz und hat einen schlanken Schnitt und ist super flexibel. Also die geht schon fast Richtung Gymnastikhose, ne? Und also da klemmt nichts und es in der Beschreibung, also die ist 9% Spandex ist da drin, ne? Also. Und weil sie unten am Knöchel auch schmal geschnitten ist, also hängt die sich nicht in die Kette rein und so. Und was noch? Hat am Oberschenkel so Laserlöcher drin. Die nicht auffallen, aber die ist belüftet quasi. Mhm. Ach so, da schwitzt man dann nicht hinten so. Aber wenn du die Schützer dran hast, dann schwitzt sowieso. Ja, aber ich sage ja, die sind ganz oben. Also ich habe jetzt noch nicht festgestellt, weil so richtig Lüftungsbedarf ist momentan noch nicht. Es ist ja noch relativ kalt. Aber die ist gerade weit genug, dass die Schützer drunter passen. Und weil sie ja, sie sich ja schön dehnt, macht es jetzt auch nichts aus, wenn die Schützer mal hängen oder da drin rutschen, ne? Ja, ja, weil das ist nämlich das Elend, wenn das sonst so eng ist. Und wer das dann irgendwie kann und sicher ist und sowas, der zieht dann keine Schützer an mehr und sollen sie durchmachen. Die sind ja viel robuster, die Jungs. Ja, die jungen Jungs. Klar, also wenn du da drauf fliegst auf Beton oder Teer vor allem, dann wird die auch kaputt gehen. Aber mein Gott, dann geht sie halt kaputt. Also das ist ein Gebrauchsgut, ne? Vielleicht kann man sie ja auch stopfen oder einen hübschen Flicken drauf machen oder so ein Pilz oder was. Jedenfalls gab's bei der MTB News, da hatten sie, glaube ich, 10 verschiedene oder so. Und die fand ich von den ganzen Werten, die sie drin hatten, am interessantesten. Auch vom Preis her. Die Hose kostet 120 Euro. Ich glaube, ich habe sie für 100 gekauft oder so. Kann man jetzt sagen. Schon eine Menge Geld. Ne? Ja, aber es gibt ja viel teurere. Ja, klar. Also, wenn du eine von Pock kaufst, Endura zum Beispiel. Ja. Nee, Endura, glaube ich, kostet auch nicht mehr. Aber Pock zum Beispiel kostet dann, glaube ich, 170. Und dann. Verrückt. Dann gibt's noch von, wie heißen denn die? Ah, vergessen. Also, könnt ihr mal nachgucken, den Link habe ich drin. Noch. Aber das ist ein guter Tipp von dir, gerade mit Klamotten, weil, meine, jetzt aktuell kann man ja wenig in Läden, Fahrradläden geht ja so vielleicht noch einigermaßen hinten durch die Werkstatt in den Laden oder sonst wie. Also da gibt's noch Gründe, aber die Aussucherei und so ist nicht so easy. Und solche Tests, die helfen einem da vielleicht. Und ich meine, eine Jeans, wenn du eine Jeans erstmal nimmst oder irgendwie mit einem Haufen Spandex drin, dann geht es vielleicht auch, die ist nicht so teuer. Aber wenn du was Neues suchst, dann wäre das vielleicht cool. Ja. Ist da dann auch irgendwie Kevlar drin oder so? Oder das ist nicht zerfetzt?
Also das Material nennt sich Vaporize, ne? Mit Binnenmajuskel. Also, mein Gott, ich weiß es nicht. Ich find's okay und vor allem, sie sieht schlicht aus. Ich werde die auch zum Wandern anziehen, weil, ich weiß nicht, wanderst du ab und zu? Nein, ich wollte auch mal zum Wandern. Momentan ist ja Bärlauchsaison. Mhm. Und dann dachte ich mir, Mann, laufe ich irgendwo hin, wo ein Bärlauch wächst und sammel da ein bisschen was. Und probiere es allein und alle sind vorbereitet darauf, wenn es mir schlecht geht, mich sofort ins Krankenhaus zu bringen. Wenn ich doch die Maiglöckchen oder sonst was. Ach so, ja, okay. Aber egal. Ja, also das war schon so eine Idee mal. Ich habe ja auch billige Wanderschuhe. Ja, die sind aber okay. Jedenfalls beim Wandern ist ja auch angenehm, wenn man eine flexible Hose hat und auch ein bisschen eine luftige. Ich habe und eine, die nicht rutscht und so, ne? Und ich glaube, die ist auch ziemlich gut zum Wandern. Und dann schadet es auch nicht, wenn sie nicht gar so doof aussieht. Ab wann, sag mal Hans, ab wann ist Wandern Wandern? Also ist ja beyond Spazierengehen. Also. Ja, da fragst du mich was. Da habe ich mich tatsächlich kürzlich auch mit beschäftigt. Also es gibt ja einen Trend. Das ist ja auch so ein Corona-Ding. Ja, ja. Es gibt Spazierwanderwege zum Beispiel. Also es hat schon was mit der Länge zu tun, mit der Länge der Tour. Wobei anscheinend auch der Trend laut Deutschem Wanderverband, der Trend geht zu kürzeren Distanzen. Ja. Und eben Richtung Spazieren und Erlebnis und da werden dann, also die Premium-Spazierwanderwege gibt's tatsächlich vom Deutschen Wanderverband mit Manuel Andrack zusammen entworfen. Da sind dann Erlebnisstationen eingebaut. Also wenn du den planst, okay, diesen Weg, dann musst du gucken, dass da zwischendurch auch immer was ist, wo es was zu gucken gibt oder so, ne? Mhm, also ich glaube, Wandern und Spazieren, also für mich persönlich ist Spazieren ja eher sowas, was zum Beispiel in der Stadt oder wenn du irgendwie sonntags, nachmittags draußen bist, Kaffee und Kuchen isst und dann eine Runde mit Freunden oder Familie um den Bach rumläufst oder so. Ja, ja, so auch ziellos fast. Ja, ja, stimmt. Eher so Richtung Flanieren. Und beim Wandern, das könnte was zum Festhalten sein. Beim Wandern nimmst du ja meistens was vor, ne? Also ich gehe da hin. Eine Tour. Ja, eine Tour. Deswegen fällt es mir auch ein bisschen schwer vielleicht, weil ich das nicht mache. Wie du das nicht machst? Naja, dann müsste ich ja planen. Ja, aber da gibt's ja Hilfsmittel, ne? Ja, natürlich. Oder hier bei uns zum Beispiel der Kölner Stadtanzeiger, die lokale Zeitung, bei denen ich auch irgendwie so ein Plus-Digital-Abo abgeschlossen habe, weil ich brauche ja kein Papier. Und die haben ja immer so, am Wochenende haben die vor Corona immer so Tipps gehabt, so Ausgehtipps und so, ne? Ja, 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 ja. Und da gibt's jetzt momentan ja wenig zu berichten oder seit einer Zeit. Und die machen auch Wandertipps und dann kriegst du Wandertouren, Vorschläge, meinetwegen von hier Köln aus in der Eifel oder Siebengebirge oder so. Und da kann man sich was raussuchen. Oft gibt's auch Tracks dazu, also GPX, Dateien, die du dir runterladen kannst, damit sie dann mit deiner App oder deinem Navi oder was auch immer du hast, verfolgen kannst, ne? Also das ist ganz mittlerweile gängig dann auch, ne? Oder du musst es dir selber angucken. Meinetwegen, du siehst dann die Tour und dann guckst, dann setzt einfach 3 Punkte bei Komoot ein oder so und gehst die nach Komoot oder eine andere App, machst dann quasi deine Tour damit. Oder du nimmst das Blatt Papier mit. Also oft sind so Wanderwege ja auch ausgeschildert. Ja, ja. Jetzt sind wir aber abgeschwiffen, ne, Richtung Wandern. Aber gut, manchmal ist ja auch so, dass das Rad platt ist. Und dann, was mache ich jetzt? Verzweiflung. Ah, wie war das nochmal? Was sagen die Brüder? Wander doch mal. Ach so, du meinst, ich dachte, wer mit einem platten Rad wandern, das macht ja, glaube ich, keinen Spaß, ne? Ja, nee, das ist nicht schön. Ich sehe es ja, ich weiß ja, wie es sich anfühlt und manchmal sehe ich dann auch Leute, die ein Rad schieben mit einem platten Rad und in die Bahn reinwuchten. So, ja, wie es halt so ist. Ne? Okay, so.
Ja, jetzt müssen wir aber weiter und wollen über das Business reden, ne? Weil wir sind, es geht ja hier nicht nur um Spaß, ne? Du hast Neuigkeiten. Wir haben, glaube ich, drüber gesprochen, in einem Podcast mal. Thyssen hat, wie nennt sich das wieder? So ein Inkubator, glaube ich. Ne? Nennt sich das, wenn in der Firma Leute quasi ein internes Startup oder sowas machen. Also ThyssenKrupp hatte, wie viele Großfirmen, auch engagierte, fahrradinteressierte Menschen unter ihren Werktätigen und sucht ja auch immer mal neue Geschäftsfelder. Und die haben dann vor ein paar Jahren angefangen, einen Fahrradrahmen zu entwickeln mit einer speziellen Fertigungstechnik bei ThyssenKrupp. Und Steelworks haben sie das Projekt genannt. Und es ist so, dass die Industrie manchmal dann Sachen investiert und probiert, ist ja auch irgendwie schön. Aber da Thyssen, in den Medien kriegt man es ja auch mit, dass sie momentan nicht so richtig wissen, was sie machen sollen, wie viele Leute entlassen und welchen Geschäftszweig sie weiterführen wollen. Auf jeden Fall haben sie, nachdem dieses Fahrrad, das ist ein Rennrad, ist natürlich auch ein Minimalmarkt erstmal, also ein Spezial. Naja, gut, die Idee ist ja, kann man mögen, kann man nicht, aber die Idee natürlich erstmal bei Special Interest zu starten, um dann zu gucken, ob es funktioniert, kann man machen. Daraus kann man immer noch ein E-Bike machen. Wäre vielleicht im Nachhinein schlauer gewesen, gleich ein E-Bike zu machen, weil das aktuell das ist, was abgeht. Und so einen Stahlrahmen so zu machen, dass er so gut funktioniert wie ein Carbonrahmen, gewichts- und fertig und optisch, ja, kann man machen. Haben sie gemacht, machen sie jetzt nicht mehr. Und das Ganze lief unter der Überschrift in dem Business-Magazin unter Disinvest. ThyssenKrupp Disinvest Steelworks, so hieß das Produkt, und hat eben eine Pressemitteilung gegeben, dass sie die Produktion und den Vertrieb zum Ende März aufgeben von diesem Rad. Auf der einen Seite ist es schade, auf der anderen Seite vermissen wird dieses Produkt niemand. Aktuell sage ich das einfach mal so, es wäre vielleicht eine interessante Entwicklung, vielleicht geht es auch weiter. Also es gibt ja diese Holländer, Modo, und mit diesem Namen, den ich immer wieder vergesse, die eine ähnliche Technik verwenden. Also ThyssenKrupp hat so eine Schalenbauweise gemacht, wie sie in der Automobilindustrie auch üblich ist. Also du presst ein Stahlblech, und da man Pressen ja nicht hohl kann, macht man quasi eine rechte und eine linke Seite und schweißt die dann zusammen. Und ja, und das eben mit Laser verschweißt. Laserschweißen funktioniert ja ziemlich gut, und je nachdem, wie das gemacht ist, kriegst du da auch eine ordentliche Festigkeit hin. Also es ist nicht wie beim, also so eine klassische Autokarosserie oder sowas ist ja punktgeschweißt mit Falzen, aber das Laserschweißen, das ist eine komplette Naht rundrum, die man bei dünnen Materialien macht und die zwar eine andere Stabilität hat, aber wenn man dann eine lange Naht hat, dann funktioniert es wohl. Also ich hätte es mir gern mal angeguckt, und jeder, der irgendwie sagt, hey, ich habe so einen Rahmen da, guck dir den mal an oder sowas, würde ich gern mal sehen, würde mich interessieren. Vielleicht macht es auch jemand anders weiter. Vielleicht haben sie auch die Werkzeuge oder Patente oder was auch immer sie haben, noch liegen, und weiß man nicht. Also rein vom Produkt her, kein Verlust. Die Idee wäre durchaus interessant gewesen. In einem anderen Faktor wiederum, also weil es geht ja auch ein bisschen drum, und das hat ja Thyssen oder die Leute, die sich da stark gemacht haben für das Produkt, natürlich auch gesehen. Und was wir jetzt auch sehen, ist diese Lieferkette, die macht ja mächtig Ärger. Und wir haben ja vor 40 Jahren, als Deutschland entschlossen hat, nur noch Autos zu bauen und zu entwickeln, und die Fahrräder doch die kleinen Taiwanesen machen zu lassen, oder damals Japaner, dann Taiwan, dann China und Vietnam und alles, also komplett auf Asien die Produktion eben verlegt hat. Das rächt sich jetzt ein bisschen, und es sind Bemühungen da, Produktion wieder nach Europa zu holen. Technisch möglich. Wir können Autos bauen, könnten wir eigentlich auch Fahrräder bauen. Und da tut sich ein bisschen was. Thyssen hat es aufgegeben.
Naja, nicht so schlimm. Andere haben neues Geld gekriegt dafür. Reinforce nennt sich eine belgische Firma, die Re-In, dann eine 4, also sei es drum, ob man den Namen mag oder nicht, aber die bauen Kohlefaserrahmen in Belgien und die haben aber eine modernere Fertigungstechnik, also nicht diese klassische Monocoque-Technik. Es ist so ein Hybrid-Composite, nennt sich das Ganze. Ist mehr Auto, mehr Automatisierung in dem Produkt und weniger Handarbeit, weil was vielleicht nicht alle wissen, ist, dass mächtig viel Handarbeit in diesen Kohlefaserrahmen steckt und viel verschliffen wird und das natürlich alles Menschen machen müssen, die dann Staubschutz tragen oder auch nicht. Und wir hatten es ja neulich in einem Gespräch zusammen mit einem Rahmenbauer, dass halt diese Fasern und die Schleifpartikel lungengängig sind und dass das Ganze nicht gesund ist, dass man das eigentlich vermeiden sollte. Insofern, die haben mächtig Kohle bekommen, reinforced, und da bin ich mal gespannt, wie das weitergeht in den Bereichen. Also ich behaupte jetzt mal oder sage jetzt mal, das stelle ich so fest, okay, jetzt fangen sie an mit Rahmen. Vielleicht kommen auch mal wieder Komponenten, weil außer Magura macht niemand in Europa größere Stückzahlen. Ja, ich habe kürzlich irgendwo gelesen, irgendein Fahrradhersteller hatte auch Probleme zu liefern und dann haben sie gedacht, okay, dann probieren wir mal Magura-Bremsen aus. Weil da sind sie dann irgendwie rangekommen, ne? Ja. Ja, wobei das kommt eben ein bisschen auf die, weil Magura hat ja auch in Taiwan eine Produktion, weil das macht ja auch Sinn. Beziehungsweise für jetzt Non-E-Bikes, sage ich mal, weil auf E-Bikes sind ja hohe Zölle drauf, deswegen werden die alle hier in Europa montiert und nicht in China oder in Taiwan. Mhm. Aber für sonst, wenn du dort montierst, ist natürlich nicht dumm, wenn du dort auch die Bremse produzierst. Ja, ja, klar. So, das ja, war finde ich spannend, genau. Also diese beiden Sachen, da haben wir ja auch in den Shownotes Links dazu. Da kann man sich dann ein bisschen, wenn einen das interessiert, ein bisschen reinarbeiten, auch in diese Technik. Weil momentan ist es ja so, dass immer neue Räder auf den Markt purzeln, immer neue Van Moves, sage ich mal. Ob die Cowboy heißen oder jetzt ein neues, wieder, ich habe schon, weiß nicht, ob man drüber berichtet, haben wir glaube ich nicht, das gute Stück nennt sich Modmo, ist ein junger Kerl, der 24 oder sowas ist, der aus Irland stammt und sich in Vietnam verliebt hat und dort ein Fahrrad mit, also letztendlich ein Van Move Cowboy-eskes Fahrrad herstellen lässt, also Frontmotor und ein bisschen Anbauteile und kein entnehmbarer Akku, günstig im Preis. Also die starten bei 1500 Euro mit dem Ding. Mit dem Saigon S, also es nennt sich auch eben Saigon Ho Chi Minh City, würde es glaube ich aktuell heißen, aber das sind, oder wie ist es? Das darfst du mich nicht fragen, aber ja, wenn. Egal, wenn, aber. Anscheinend, ich weiß, anscheinend, wenn er Vietnam kennt, dann wird er wahrscheinlich auch wissen, ob man das den Begriff Saigon verwenden darf oder nicht. Ich glaube, man kann beide sagen. Ich bin da nicht bibelfest oder weiß da nicht, was da genau politisch korrekt ist. Er kennt sich da aus. Man kann sich die Story auch angucken auf der Webseite bei Modmo, so heißt es halt, ja. Modmo.io. Und da wird auch beste Domain-Endung. Genau, da wird auch ein bisschen erzählt, wie es zu dem Produkt kam und warum. Also
wird sich zeigen, ob diese ganzen einfachen Räder, die da gerade so auf den Markt schwappen, lange funktionieren oder ob es irgendwie Sperrmüll wird. Wird sich zeigen. Die Ideen, ja. Also es ist nichts Besonderes meines Erachtens nach. Es hat ein paar Lösungen, Aufnahmen für Gepäckträger und so, die man einklicken kann und so. Aber, und es ist eben auch Direktvertrieb. Also du kannst es nur bestellen. Ja. Es gibt wohl ein paar so Sachen, wo du es ausprobieren kannst gegen eine Leihgebühr. Und diese Bestellerei ist ja natürlich massiv angestiegen, jetzt der Trend dazu, gerade durch die Pandemie. Ja, aber dann, wo du ja schon VanMoof angesprochen hast, ne, also das sind ja, und dann hatten wir vorhin schon die Habbos, und es geht ja darum, Leute, die noch nie Fahrrad gefahren sind zum Beispiel auch, oder die Auto fahren, die aufs Rad zu bringen. Und das gelingt halt, indem du vielleicht in diesem Habbo-Text, ich glaube, ich habe ihn verlinkt, wenn nicht, dann mache ich es noch, da wurde als Pendant wurde quasi das Auto, wenn man jetzt ein ideales Fahrrad sucht, dann müsste das irgendwie so ähnlich aufgebaut sein wie ein SUV beim Auto. Also Leute kaufen die SUVs ja, weil sie bestimmte Vorteile haben, weil sie für das, was sie brauchen, praktisch sind, weil man hoch sitzt und so Zeug, ne? Ja, okay. Ja. Und dann auch, weil sie so ein bestimmtes Prestige vielleicht auch bilden. Und wenn du auf so einer blöden Schüssel rumfährst, dann ist das halt nix, ne? Und ob ein Cowboy zum Beispiel schön ist oder nicht, das muss jeder für sich entscheiden. Ich persönlich finde es nicht, aber es gibt Leute, die finden die cool. Und mir gefallen die VanMoof viel besser zum Beispiel. Und die, das kommt jetzt auch noch dazu, und die sind ja ganz vorne dran, was so Integration, so elektronische Integration angeht, die auch irgendwie, sagen wir mal, nützlich und ist und über die Darstellung von Körperwerten und Wattzahlen hinausgeht, ne? Elektrozahlen, also sondern die tatsächlich praktisch ist. Und jetzt haben sie, und das ist, da muss man schon sagen, haben sie bestimmt schon eine Weile dran gearbeitet, und jetzt kam es ganz kurzfristig raus, dass du dein VanMoof-Fahrrad über dein iPhone, über die Wo ist-App in, so heißt die auf Deutsch, orten kannst. Das heißt, du kannst dein VanMoof-Fahrrad quasi wie ein Accessoire, wie ein iPhone in das Apple auf Englisch Find My Netz einbinden. Weißt du, wie das funktioniert? Nee. Also ich habe ja, wir hatten es ja neulich davon, ich habe eine Freundin hat mir eine Nachricht geschickt, sie findet ihr Telefon nicht, bitte ruf mich an. Und dann hattest du mich wieder drauf gebracht, wieso hat sie nicht Find Me gemacht oder so, ne? Ja, das gibt schon ganz lang bei Apple. Also du kannst quasi und das hat auch schon dafür gesorgt, dass erstens nicht so viele iPhones geklaut werden, weil Leute wissen, dass man die tracken kann. Und zweitens, dass viele auch wiedergefunden werden. Und Apple hat das letztes Jahr ausgebaut. Das funktioniert so, dass jedes iPhone, das auf der Welt unterwegs ist, und du musst dem aber zustimmen, das horcht quasi nach Signalen, die andere aussenden. Also das nennt sich Beacon, also so Leuchtturm, Leuchtfeuer quasi. Und wenn zum Beispiel dein iPhone, wenn du das verloren hast auf der Straße, Beispiel, dann können andere iPhones, die sich in der Umgebung bewegen, die wissen dann, die sehen das und notieren den Standort, also und tragen den ein in ein gesichertes Netzwerk, auf das niemand zugreifen kann.
Aber du siehst dann, wo das ist, die anderen nicht. Die kriegen auch nichts damit davon mit, dass sie gerade, dass ihr iPhone, das sie in der Tasche haben, gerade damit beschäftigt ist, dein Telefon zu orten. Also das ist quasi, alle, die bilden ein unsichtbares Netz, gucken immer in regelmäßigen Abständen, hey, ist hier was in der Nähe? Und wenn sich irgendein Gerät, das in dieses Netz eingebunden ist, wenn das so ein Signal, Bluetooth ist das, auf, worauf das basiert, wenn das ein Bluetooth-Signal aussendet, dann fangen die anderen das auf. Und so kannst du dein, und da hat Apple ganz bestimmte Sicherheitsvorkehrungen und deswegen geht's auch nur mit ganz neuen Rädern, weil sie wohl den Chip ändern mussten, der, okay, der das aussendet. Und so kannst du jetzt dein FunMove über diese Apple quasi mit deinen anderen Apple mit deinen anderen Geräten zusammen verwenden. Und das funktioniert mit Apple-Geräten und jetzt eben neu haben sie drei Geräte vorgestellt, die damit auch funktionieren. Das ist irgendwie wie so ein Schlüsselanhänger, so Schlüsselfinder und Kopfhörer von Belkin. Du kannst mit dem Kopfhörer dein Fahrrad finden. Nee, andersrum. Du kannst mit der Find My App auf deinem Telefon, also mit der iPhone Wo ist App, kannst du deine Kopfhörer finden. Ach so, okay. Ja. Okay. Nee, ich habe jetzt gerade überlegt, was Ding. Also keine Ahnung, wie das mit Android-Geräten sind, die ja auch durchaus populär sind, wie man weiß, ob die auch solche Funktionen haben. Aber ja, man merkt, wo es hingeht. Also das Fahrrad ist nicht alleine dieses Fortbewegungsmittel, sondern das ganze Ecosystem drumherum, die ganze Usability, User Experience. Wenn das alles easy geht und einfach und du mit deinem Fahrrad zahlen kannst, weil du deine Geldbörse vergessen hast. Ja, warum nicht? Ja, warum nicht? Ja, oder ich meine, dann hier, wenn du ein Elektroauto hast, ne, oder und du kannst und du kannst es halt zum Beispiel, du kannst die Klimaanlage schon von zu Hause aus steuern. Also so Sachen, man gewöhnt sich auch an einiges. Das, ja, also klar. so ein Fahrrad, also und dann ist das Fahrrad einfach auch so ein Accessoire, ein Teil deiner Geräte, die du um dich versammelst, die für dich da sind. Also ob du Kopfhörer im Ohr hast, ob du dein iPhone hast, ob du einen Computer hast oder was gibt's noch, irgendwie so ein Alexa-Gerät, das muss sich damit verbinden. Und wenn es das nicht macht, dann ist es irgendwie, dann fehlt was. Noch ganz kurz, noch ganz kurz zu den Fahrrädern, weil du dich gefragt hast, ob die sich halten oder Sondermüll sind. Ich weiß nicht, die haben ja, also die, woraus sich der Preis ergibt, also vielleicht sind andere auch zu teuer. Weil sie zum Beispiel über den Handel, also das musst du ja alles mit reinrechnen, ne? Aber ja, was ich zum Beispiel festgestellt habe, das fand ich ganz, ganz witzig. Letzte Woche hat ja Specialized ein schönes neues Cityrad vorgestellt. Das Como SL. Und das kostet das geht bei 4.000 Euro los ungefähr. Hat einen Mittelmotor und ja, eine ganz gute Ausstellung und ein schönes Design, also praktisch so mit Griff zum Hochheben. Unisex mit einem Rahmen mit tiefem Durchstieg. Und ich habe einen Test gelesen bei The Verge. The Verge lese ich quasi täglich, so ein amerikanisches Tech-Magazin. Und die sich auch sehr viel, weil mit der Verbindung, mit Mobilität, also so alles eben diesem System, also so Sachen, die dich so umgeben, die du benutzt, um von A nach B zu kommen oder sonst irgendwo, quasi Technik, die du Gadgets auch so verwendest. Ne? Und deswegen sind die, also E-Bikes zum Beispiel, ist ein amerikanisches Magazin. E-Bike ist in den USA ja noch relativ klein. Deswegen
testen die das sofort und FunMove zum Beispiel auch sofort dort drin, Schlagzeile top integriert und so. Und der Typ hat das Como getestet, 2 Wochen lang angeblich, und hat dann reingeschrieben, ja, dass man den Motor, der im Hinterrad verbaut ist, eigentlich kaum hört, ne? Süß. Ja, dann habe ich mir gedacht, okay, also da haben sie, also Specialized hat da was richtig gemacht, ne? Und FunMove macht das ja auch, also das ist wurscht, wo der Motor ist. Ja. Also das soll dir egal sein, ne? 15 Minuten noch. Okay. Passt das? Ihr könnt ja schon mal vorbereiten, wenn ihr wollt. Ja, das ist so ein bisschen wie beim Auto. Wo ist denn der Motor und wo wird denn das angetrieben? Ja, Frontantrieb, Heckantrieb, das interessiert uns vielleicht, ne? Aber dann, wenn du den Motor vorne nicht findest, okay, dann machst du ja woanders eine Klappe auf, dann muss er da sein vielleicht, ne? Und ich habe dann dem Typen, habe ich dann eine Mail geschickt und gemeint, also weil ich wollte es nicht in die Kommentare schreiben, ne, weil dachte ich irgendwie, ja, hier, so ein Kommentartroll, ja, Besserwisser. Aber ich dachte, ich weise ihn mal darauf hin, dass es kein Narbenmotor ist, mit dem er es da zu tun hat. Und dann habe ich ihm eine DM auf Twitter geschickt und dann hat er gemeint, ja, hat er geändert. Ist ihm aber ja, nicht aufgefallen. Und das finde ich auch gut. Es kommt natürlich darauf an, was du für eine Sorte Typ bist. Ja, und Specialized macht das aber auch gut und das machen die auch mit Absicht so. Die stellen das nicht so in den Vordergrund. Was das für ein Motor ist zum Beispiel, bei denen ist ja so, die haben den ja, also das ist ja eine Eigenentwicklung quasi, also es ist ihr Motor und der hat ihren Namen, ne? Ja. Und ich meine, dass der von Mahle kommt, das interessiert niemand. Eben, das muss niemand interessieren und anscheinend, also die haben, soweit ich weiß, ist das irgendwie eine Exklusivsache für 5 Jahre oder so, glaube ich. Und wenn du ein Volvo hast und in dem steckt ein Renault-Motor drin, dann ist das den meisten Leuten auch egal, ne? Außer den echten Nerds, ne? Die dann sagen, oh, so Franzosenmotor in meinem Schwedenauto. Also sowas. Und es gibt's ja viel. Oder die ganzen, wenn du ein Auto von BMW fährst und die geben an mit ihrem Allradsystem, aber das haben die gar nicht selbst entwickelt, sondern das ist halt ein Hersteller, der macht das für die und baut's auch in meinetwegen Jaguar ein oder so. Ja, ja. Und das finde ich eigentlich ganz konsequent, dass man in diese Richtung geht, dass das eben egal ist. Und dann spielen natürlich auch Punkte wie Design eine größere Rolle. Oder so praktische Sachen. Und ich finde es gut und tu mir aber teilweise persönlich noch schwer damit, das tatsächlich mal zu vernachlässigen und dann zu weit in die Technikspezifikationen reinzugehen. Ja, also er fand das Wort gut. Er fand es ein bisschen teuer, weil da sind tatsächlich die Leute, die in Amerika jetzt da die E-Bikes entdecken, für die sind auch die $2,000 viel Geld. Aber das ist was, das geben sie langsam aus. Und das ist auch clever gemacht von FunMove, dass sie diese Apple-Integration haben, weil damit lernen Leute, die sich dann quasi für Apple und sowas interessieren, die lernen dann Fahrräder kennen und sagen, E-Bikes, ja, ich habe schon Leute drüber reden sehen, vielleicht probiere ich es auch mal aus, ne? Weil wenn das jetzt mit meinem iPhone funktioniert, dann wäre das ein Grund, das mal auszuprobieren, ne? Vielleicht macht ja Vodafone bald ein Bundle. Ja, das kann gut sein. Also die in den FunMove stecken SIM-Karten von Vodafone drin. Okay, dann wollten wir schon, sollen wir das noch machen oder sollen wir das ein anderes Mal machen?
wir können jetzt auch Schluss machen vielleicht, ne? Weil bei dir, ich sehe, bei dir im Hintergrund sind Frühstücksaktivitäten. Vielleicht, ja, genau. Vielleicht genau. Sollten wir jetzt einfach Schluss machen und dann ein andermal weitersprechen. Was hattest du noch für ein Thema? Weil wir haben ja, habe ich ja vorhin schon angesprochen, so ein kleines Special mit Geometrien über Fahrwerke beziehungsweise nicht, wie nennt man das, einfach über, ja, wie finde ich das richtige Rad für mich, das zu mir passt. Ja. Also nicht nur, weil es ein Freund ist und ein Kumpel, sondern wo ich ordentlich drauf sitze und ordentlich Fahrrad fahren kann. Da kommt ja ein kleines Special zwischendurch. Was hattest du jetzt gedacht, was wir noch haben? Nee, weißt du, wir lassen das einfach. Wir machen jetzt Schluss. Das andere, das ist was nicht tagesaktuell ist, wo sich sicher noch Sachen ergeben. Und dann machen wir jetzt heute unseren Sonntag und ihr hört uns demnächst mit eben einem Interview noch wieder und dann danach wieder die zwei Dudes, die zusammen sprechen. Ne? Ich meine, ich schaue mir das Como SL ja an und hast du das Video schon gesehen von der Designerin, die, also das ist nicht die Designerin von Specialized, sondern eine Frau, die mit dem Como in der Schweiz rumfährt? Nee. 5 Minuten oder sowas. Ja, ist auf der Specialized Webseite. Das ist ein hübsches Video. Kann man sich angucken, was ihr Fahrrad alles kann, wo man anfassen kann. Und ich würde da, ja, aus meinem Naturell heraus gern in die technischen Spezifikationen sehr tief einsteigen. Ja, da siehst aber man, das, ne? Aber das Schöne ist, dass das eigentlich keine Sau und keine Frau und keinen Mann interessiert, weil es einfach funktioniert. Und das ist so ein bisschen eine Sache. Und da, um auf den deutschen ThyssenKrupp zurückzukommen, da haben sie sich halt vielleicht mal das falsche Produkt ausgesucht. Aber kann er noch was werden? Grüße nach Duisburg. meldet euch bei uns, wie es weitergeht. Ja. Wir sind, wir verraten es nicht weiter, wenn ihr sagt, behaltet es für euch. Wir können Stillschweigen bewahren. Wir haben schon viele NDAs unterzeichnet in unserem Leben und uns dran gehalten. Also, weil unterzeichnen ist ja einfach. Und dran halten sollte man sich und ist auch wichtig, weil sonst kriegt man kein Angebot. Okay. Das nächste Mal, wenn wir zu den Drahtstanden gehen. Ja. Okay, in diesem Sinne, ne? Bleibt ruhig, bleibt gesund und hört wieder rein beim nächsten Mal. Ich bin Hans. Und ich bin Thomas. Ah, jetzt kommt wieder das A Cappella Outro. Dum, 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 dum. Schönen Sonntag. Ja.